Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Im letzten Part haben wir Schloss Dranglike weiter erkundet und genau dasselbe tun wir jetzt auch in diesem Part. Mit dem Unterschied, dass ich dieses Mal vielleicht sogar gerne weiterkommen würde. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass man dich backsteppen kann. Das wäre irgendwie voll schön und so. Oh, das war wieder nur der... Wow. Das möchte ich... Ja, ich kann dich backsteppen. Schön. Wärst du dann jetzt? Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Vielen Dank. Wenn ich es schaffe, dass das den anderen beiden auch passiert, ist alles super. Wen visier... Oh, natürlich visierst du den jetzt an. Du, da siehst du mich. Der da sieht mich. Den da hinten kann ich gar nicht anvisieren. Ah, okay, der kommt. Alles ist gut, der kommt. Ah, aua. Du stehst zu weit von der Kante weg, um geschubst zu werden, Mann. Nimm doch mal ein bisschen Rücksicht. Okay. So geht's natürlich auch. Oh, der kommt wieder hoch. Ist das euer Ernst? Der kommt hier eiskalt einfach wieder hochstolziert. Gut, aber ich denke, dass da jetzt nur noch einer drin ist, ja, der direkt vor der Tür steht. Und diese Tür irgendwie auch sehr intensiv bewachen möchte, habe ich das Gefühl. Denn er interessiert sich nicht für das, was ich tue. Solange ich nicht an die Tür rangehe. Okay. Der ist ein bisschen schwerfällig, habe ich das Gefühl. Oh, hier ist wieder eine Verfluchungsvase. Oder ist das das Gemälde? Tatsächlich. Wow! Nein. Kann ich das kaputt machen? Wer ist das überhaupt? Gibt es da eine Hintergrundstory oder ist das einfach nur ein random Gemälde von irgendeiner Hexe, die gerne geflucht hat? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Oder etwa doch? Ich versuche mal, das hier einzuschlagen, aber auch das klappt nicht. Okay. Da hat mich der Fluch leider erwischt. So, von welcher Ecke kommt die Falle? Keine Falle? Wow. Ich hätte jetzt alles auf eine Falle gewettet. Kriege ich bitte nochmal ein Leuchtfeuer? Nein, ich krieg lieber eine Invasion von einem... Wow! Sag mal, ist gut, ist... Was ist dein Pro... Spawnt der eiskalt hinter mir. Was ist dein Problem, Junge? Wie mies! Nein, nein, nein! Was hat er getan? Wie konnte mir der... Ach, klar, der hat diesen Schild zur Seite Schlag benutzt. Weißt du was? Stirb, 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 stirb. Weg! I don't like you. Und ich will nicht zu nah an das Gemälde ran, um nicht noch mehr TP zu verlieren. Stirb, 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 stirb. So. Droppst du wenigstens was für deine miese Aktion da gerade? Was ein Stress. Was ein Stress. Krieg ich jetzt bitte ein... Ich will doch nur ein Leuchtfeuer. Ist das denn zu viel verlangt? Naja, eigentlich will ich jetzt auch gerade gerne auf meinen Bogen wechseln, aber das... Hallo, Bogen? Wow! Nein, weg, 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 weg! Lauf! Lauf! Oh Gott! Ich will nicht in den Nahkampf gehen, da sind bestimmt noch mehr Gegner, wenn der da schon so provokativ dasteht. Okay. Schieß nochmal einen Pfeil, komm. Jetzt bin...
Oh, warum wechselt er nicht? Nochmal blocken. Schieß einen Pfeil. Schieß noch einen Pfeil. Irgendwann wird er schon in Reichweite stehen. Er will mich schließlich auch treffen. Au, 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 au. Okay, ich glaube, da sind noch mehr. Jupp, da sind definitiv noch mehr. Da, ich glaube, aber zu denen komme ich sogar noch hin, ohne Leiter. Okay, das ist also die Stelle, wo der vorhin drauf stand. Das Problem, wenn ich die Leiter runterlasse, stehe ich trotzdem in der Säurepfütze. Vielleicht kann ich das ja ablassen. Auf jeden Fall hätte ich verdammt gerne ein Leuchtfeuer. Vielleicht kriege ich das ja hier unten. Auf jeden Fall scheine ich hier so ein kleines bisschen in Sicherheit zu sein. Oh. Oh, bitte ja. Okay. Komm, Leuchtfeuer. Yes. Oh, ein Leuchtfeuer. Oh Gott, bin ich froh. Wo sind wir? In der vergessenen Kammer. Aha. Gut, dass ich inzwischen weiß, wie man diese blöden, verborgenen Wände öffnet. Fall runter und stirb. Nach meinem Wegen bleib am Leben. So, kann ich die runterstupsen oder kann ich die runterklettern? Ich kann die runterklettern. Ach, und dann lande ich bei ihmchen hier. Na, wenn er das gerne möchte, ich will nicht runterfallen da. Eine Truhe, die kein Mimik ist. Aber vielleicht eine Falle. Keine Falle, okay. Jäger, Schwarzbogen und Eisenpfeile. Alles klar. Finde ich gut. Und da liegt ein Item. So, Seele des tapferen Kriegers. Oh, Gott sei Dank haben wir dieses Leuchtfeuer hier. Auch wenn direkt davor wieder ein Gegner steht, aber hey. Stirb, stirb, stirb. So. Selbst wenn du mir nachlaufen solltest, du brauchst eine Weile, bis du hier oben bist, Freundchen. So, wer von euch wird lebendig? Na? Keiner. Hier ist auch keine geheime Wand. Ah, da geht's weiter, okay. Stirb, 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 stirb. Die Invasion von dem Finstergeist war auch echt fies, muss ich sagen. Ich hoffe, sowas tun sie nicht nochmal. Das war extrem mies. Was haben wir denn da? Kann ich irgendeinen Gegner sehen, auf den ich schon mal Pfeile schießen kann? Was bist du und wirst du lebendig? Danke dir. Huch, was ist denn das? Da sitzt ja wer. Auf einem Stuhl. Warum sitzt da wer auf einem Stuhl? Schützenposition, aber Visionen von sinnlos. Ich will sie ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht attackieren. Gucken wir doch mal. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Drangleic. Ah. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people. And when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Aha. Visit Vendrick. Habe ich vor. Wo ist sein Zimmer? We have no need for two rulers. Will sie allein her? Moment, wenn sie die Königin ist, müsste sie doch seine Frau sein. Was? Hä? Okay. Läuft das hier jetzt langsam aufs Finale hin? Geht's jetzt schon zu Vendrick? Und wenn ja, kriege ich dann vielleicht nochmal ein Leuchtfeuer direkt vor ihm, denn...
Bei dem letzten Boss hätte ich gerne. Oh Gott, was sind das für ein Bottich hier? Oh, 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 ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, ehrlich gesagt. Könnte das hier schon der letzte Boss sein? Treffen wir jetzt auf Vendrick, wenn sie schon sagt, wir sollen ihn besuchen? Augen zu und durch. Das wird beim ersten Mal eh nichts. Hä? Zwei Drachenreiter? Ah. Au. Scheinen aber nicht wirklich viel drauf zu haben. Außer, dass sie zu zweit sind und der eine mir hier Eisenpfeile ins Kreuz schießen will. Ach, irgendwo da oben steht der. Aha. Ich werde einfach mal... Ich werde jetzt einfach mal zuerst den erledigen mit derselben Taktik wie beim ersten Mal. Ich umzirkle ihn. Aua! Was klappt, solange ich nicht getroffen werde von irgendwelchen Eisenpfeilen? Ich heile mich mal in der Hoffnung, dass jetzt kein Pfeil kommt. Wo steht denn der? Ah, da steht der. Okay. Ah, und da hinten ist wieder eine Nebelwand. Das heißt, das war es immer noch. Ne, ich meine, dass es das nicht war. Konnte man sich jetzt denken, schließlich sind zwei Drachenreiter jetzt nicht unbedingt das, was ich mir unter König Vendrick vorstelle. Also er hat eine gespaltene Persönlichkeit, kann ja durchaus sein. Naja. Ich werde trotzdem erstmal den unteren ausschalten und da waren wir diese komischen Soundbugs. Und werde mich dann um den zweiten kümmern. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, dass der irgendwann runterkommen wird. Wow! Nein! Au! Okay, ich lebe noch. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass der irgendwann runterkommen wird. Und ja. Ansonsten habe ich ja auch Pfeile. Okay. So, hey Najandra, du hättest mir ruhig von Vendricks Schoßtierchen erzählen können. Da bist du sprachlos, was? Ich will jetzt keinen Pfeil auf sie schießen. Ich habe Angst, dass sie dann insta-gekillt ist wie Guinevere in Dark Souls 1. So, aber ich denke, wenn ich ein bisschen auf die Pfeile aufpasse, ist das hier alles halb so wild. Ich behalte das hier einfach ein bisschen im Auge und dann ist das hier gar kein Problem. Aua, sprach er und bekam einen Pfeil ab, der ihm die Hälfte seiner Lebensenergie abzog. Aua. Nein, das tust du nicht. Du zerdepperst ja die Inneneinrichtung, Mann. Das ist nicht nett. Was soll dein König dazu sagen? Gleich kommt wieder ein Pfeil. Au. Wie das irgendwie mal mehr, mal weniger Schaden macht. Interessant, gleich werden wir mit einem Pfeil kommen. Ich muss mich aber heilen. Oh, er haut nochmal zu. Nein, tut er nicht. Okay. Ich werde dich einfach wieder umzirkeln. Dann haue ich halt nicht ganz so viele Angriffe in dich rein, wenn ich auch die Pfeile im Auge behalten muss. Und wobei der Schussrhythmus von dem oberen eigentlich ganz angenehm ist. Gleich wird wieder einer kommen. Jeden Moment. Wo bleibt der Pfeil? Kann der nicht bis hierher schießen? Aua, doch kann er. Hätte ja sein können. Okay, heilen. Der erste ist eh schon fast bei der Hälfte. So. Hau zu. Zack. Aua, ich stehe hier ungünstig. Ich stehe hier ungünstig. Ich stehe hier immer noch ungünstig. Finde nicht... Aua. Aua. Ich finde nicht nett, was ihr hier treibt. Ich muss auf die Pfeile aufpassen. Da kommt schon einer. So. Vorsicht. Pfeil. Und heilen. Und rollen, roll, 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 roll. Lal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 . Oh, oh. Oh, 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 oh. Du bist echt? Ja. Hey, der ist runtergekommen. Kommt der über die Zeit dann runter oder
Hat das mit was mit den TP von dem zu tun, oder ist der einfach nur runtergefallen? Das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall ist mir eins klar. Einen der beiden will ich sehr schnell ausschalten. Weil ein Drachenreiter alleine ist ja nicht wirklich problematisch. Was die Macher von From wahrscheinlich wussten. Deshalb sind hier zwei. Oh, ich hatte... Warum hat der zweite Treffer jetzt wieder nicht getroffen? Och, Mann, das ist doch doof. Oh, du stehst da sehr günstig, weißt du das? Tschüss. Arrivederci. Auf Nimmerwiedersehen. Möge Velka deiner Seele gnädig sein. Wie gehe ich das jetzt am schlauesten an? Vielleicht wäre es doch gar nicht blöd, sich erst um den Oberen zu kümmern, aber irgendwie halte ich es doch für klüger, den hier zuerst auszuschalten. Und erst danach den Bogenschützen. Ich darf hier einfach nicht zu viel wollen. Wenn ich hier immer nur einen Schlag raushole oder vielleicht mal einen zweiten, wenn es sich ergibt, habe ich hier überhaupt keine Probleme. So. So. Wenn ich halt den anderen besser sehen könnte, würde ich wissen, wann ein Pfeil kommt. Da war wieder einer. Oh, weg! Ich will hier weg. Okay, das war, glaube ich, wieder ein Pfeil, der gerade die Statue zerdeppert hat. Ich umzirkel ihn mal weiter. Okay, da kriege ich einen Treffer rein. Da war nämlich ein Pfeil. Hier kriege ich auch einen Treffer rein und einen Pfeil ab. Jetzt muss ich wieder versuchen, mich zu heilen. Was nicht so einfach ist, weil ich gleich wieder einen Pfeil abkriegen werde. Ich krieg vielleicht gar nicht unbedingt einen Pfeil ab, aber Schmerzen habe ich trotzdem gerade. So. Man hört aber auch das Bogengeräusch nur sehr schwach. Oh Gott. Das war nicht nett. Ich hoffe jetzt einfach, dass kein Pfeil kommt. Und er nicht doch mal zu hart, bevor ich blocke. Ah, das ist gerade ein bisschen mies. Es wäre echt einfacher, wenn ich den Bogenschützen runterkriegen würde, um mich erst um den zu kümmern. Ich probiere es einfach mal. Was habe ich zu verlieren? Vielleicht kann ich mir hier sogar einen NPC beschwören. Wie viel Menschlichkeit habe ich noch? 17. Dann kann ich es eigentlich mal problemlos riskieren, würde ich sagen. Vielleicht taucht ja irgendwo ein Beschwörungssymbol für einen Ingame-NPC auf, der den einen der beiden so ein bisschen ablenken kann. Das wäre doch ganz angenehm, muss ich sagen. Und vor allen Dingen mehr TP können dem Kampf definitiv nichts ausmachen. Die können absolut nicht schaden. Ich hoffe einfach mal, dass das Beschwörungssymbol, sofern man da jemanden beschwören kann, auch ein bisschen in der Nähe ist. Wow! So, dass ich es auch finde, dass es nicht irgendwo ganz woanders steckt. Hier zum Beispiel. Nein. Oder da. Nö. Versteckt doch nicht eure Beschwörungssymbole von mir. Hast du was zu sagen, jetzt wo ich ein Mensch bin? Nein. Hier ist auch nichts. Oh, Spieler oder Late? Sollen wir uns einfach mal Late beschwören? Komm, wir beschwören uns jetzt mal Late. Ich glaube, dieser Kampf ist ziemlich easy, wenn man das Ganze mit einem anderen Spieler angeht. Allerdings würde ich sagen, das gucken wir uns auch erst im nächsten Part an. Wenn euch dieser hier gefallen hat, dann guckt doch auch den nächsten an und ja. Ich sag jetzt einfach mal Tschüssikowski, euer Pagu, und ich warte jetzt auf Late.